Und dieser Herr hier, der wird die Welt auch nicht ändern. Dem gefällt sie ja so, wie sie ist. Und wer wird sie ändern? Die, denen sie nicht gefällt. Hallo, hallo! Ich begrüße euch zur Kundgebung der Frente Unido America Latina. Spricht Wenzel Arenas von der Chile Freundschaftsgesellschaft Salvador Allende e.V. Querido pueblo de América Latina y el Caribe, berlineses y berlineses, en el mundo para 730 millones de personas pobres y hambrientas no existen los derechos. Cifras que con la pandemia van en aumento. Mientras en Europa, aún con pandemia, algunos gobiernos están preocupados por el lugar de vacaciones de sus ciudadanos. En otras partes del mundo, la lucha es contra el hambre. Para nuestro continente, la cifra de los pobres y hambrientos llegará a 215 millones este año 2020. Según la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, CEPAL, en cuanto al trabajo, fuente vital para satisfacer las necesidades de los trabajadores, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, preveía ya en abril una pérdida de 195 millones de empleo en América Latina en solo tres meses. Für 730 Millionen arme und hungernde Menschen. In der Welt gibt es keine Rechte. Zahlen, die mit der Pandemie steigen. Während sich in Europa selbst mitten in der Pandemie einige Regierungen um die Urlaubsorte ihrer Bürger sorgen, geht es in anderen Teilen der Welt um die Bekämpfung des Hungers. Nach Angaben der Wirtschaftskommission für Lateinamerika und der Karibik, ECLAC, wird die Zahl der Armen und Hungernden auf unserem Kontinent in diesem Jahr 2020 215 Millionen erreichen. Im Hinblick auf die Arbeit, eine wichtige Quelle für die Befriedigung der Bedürfnisse der Arbeiter, berichtet die Internationale Arbeitsorganisation IAO im April, dass innerhalb von nur drei Monaten 195 Millionen Arbeitsplätze in Lateinamerika verloren gegangen sind. Frente a esta situación, las Naciones Unidas propone un bono contra el hambre para los más vulnerables, canastas o cupones de alimentos, además de un ingreso mínimo de emergencia a toda la población en situación de pobreza extrema por un periodo de seis meses. Estas son medidas para que las personas no mueran de hambre, pero que no resuelven el problema, porque el hambre que sufre nuestro continente es producto histórico de desigualdad social, acelerado por la pandemia, y lo que necesitamos es un cambio estructural, político, para que haya justicia social en nuestro continente. Angesichts dieser Situation schlagen die Vereinten Nationen einen Bonus gegen den Hunger für die Schwächsten vor. Nahrungsmittelkörbe oder Coupons zusätzlich zu einem Notfallmindesteinkommen für die gesamte Bevölkerung in extremer Armut für einen Zeitraum von sechs Monaten. Das sind Maßnahmen, die verhindern sollen, dass Menschen an Hunger sterben. Aber sie lösen das Problem nicht, denn der Hunger, unter den unser Kontinent leidet, ist ein Produkt der historischen sozialen Ungleichheit, die durch die Pandemie beschleunigt wurde. Was wir brauchen, ist ein politischer Strukturwandel, damit es auf unserem Kontinent
soziale Gerechtigkeit gibt. Algunas de estas medidas ya han sido aplicadas en algunos países, como las canastas de alimento, pero que por la corrupción y manipulación política que se hace de estas, no calman el hambre porque no llegan a la población necesitada. En Chile, el pueblo se organiza en las ollas comunes territoriales como una respuesta a esta crisis del hambre con dignidad, promoviendo nuevas comunidades críticas a este modelo político, económico y social actual. Einige dieser Maßnahmen wurden in einigen Ländern bereits angewandt, wie zum Beispiel Lebensmittelkörbe, aber aufgrund von Korruption und politischer Manipulation stillen diese den Hunger nicht, da sie die bedürftige Bevölkerung nicht erreichen. In Chile organisieren sich die Menschen in den territorialen gemeinsamen Volkstöpfen als Antwort auf diese Krise des Hungers mit Würde und fördern neue Gemeinschaften, die diesem aktuellen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Modell kritisch gegenüberstehen. Nuestros pueblos viven bajo el miedo y la incertidumbre y no se ve salida a esta situación. Los gobiernos han elegido su propia estrategia, las que se han transformado en un desastre. En vez de disminuir la epidemia, crecen los fallecimientos y los contagios. Por eso llamamos a la organización en los barrios y en las comunas de nuestros pueblos latinoamericanos. Unser Volk lebt in Angst und Unsicherheit und es gibt keinen Ausweg aus dieser Situation. Die Regierungen haben ihre eigene Strategie gewählt, die zu einer Katastrophe geworden ist, anstatt die Epidemie zu verringern. Todesfälle und Infektionen nehmen zu, deshalb rufen wir zur Organisation in den Nachbarschaften und Gemeinden unserer lateinamerikanischen Völker auf. La pandemia se acelera y avanza. Los sistemas públicos de salud no responden a las necesidades del momento porque en la mayoría de los casos están centrados en la atención privada de los más ricos y muestran la cara más nefasta de esta pandemia, que es la desigualdad, porque la enfermedad y sus consecuencias sociales y económicas afectan a los que menos tienen, a los pobres. Esa es la realidad y no otra. Die Pandemie beschleunigt sich und schreitet voran. Die öffentlichen Gesundheitssysteme reagieren nicht auf die Bedürfnisse des Augenblicks, denn in den meisten Fällen konzentrieren sie sich auf private Versorgung der Reichsten und zeigen die schändliche Seite der Pandemie, nämlich die Ungleichheit. Denn die Krankheit und ihre sozialen und wirtschaftlichen Folgen betreffen vielmehr diejenigen, die weniger haben, die Armen. Das ist die Realität und nichts anderes. En Bolivia, los médicos anunciaron el colapso de los hospitales con la muerte de personas en las calles, frente a los hospitales o en sus casas por falta de atención médica. Esto sucedió en La Paz, Cochabamba y Beni, mientras que en Santa Cruz los enfermos deben esperar que alguien fallezca para ser atendidos. In Bolivien kündigten Ärzte den Zusammenbruch der Krankenhäuser an, wobei Menschen auf der Straße vor den Krankenhäusern oder in ihren Häusern aufgrund von mangelnder medizinischer Versorgung starben. Dies geschah in La Paz, Cochabamba und Beni, während in Santa Cruz die Kranken vor ihrer Einweisung warten müssen, bis jemand stirbt. Por su parte, la Central Obrera Boliviana COP
se declaró este domingo pasado en emergencia tras masivos despidos, reducción de salarios, tanto en las empresas estatales como en las privadas, y además persecución contra sus dirigentes sindicales. Die Zentralobera Bolivariana COB hat am vergangenen Sonntag nach massiven Entlassungen, Lohnkürzungen im öffentlichen und privaten Unternehmen und der Verfolgung von Gewerkschaftsführern den Notstand ausgerufen. En Perú, el gobierno lanzó el programa Reactiva Perú para ayudar sobre todo a las pequeñas y microempresas afectadas por la pandemia y no tener que despedir a sus empleados y seguir pagando sus sueldos. Pero ya empezaron a despedir a más de cientos de trabajadores, pese a que las empresas recibieron ya 7.500 mil millones de dólares. En Perú, startete die Regierung das Programm Reactiva Perú, um vor allem Klein- und Kleinstunternehmen zu helfen, die von der Pandemie betroffen sind und Mitarbeiter nicht entlassen sollen. Aber sie haben bereits damit begonnen, mehr als 100 Arbeiter zu entlassen, obwohl die Unternehmen 7,5 Milliarden Dollar erhalten haben. Aprovechándose de la pandemia, algunos gobiernos están aprobando leyes para criminalizar las protestas sociales y dar poderes a los militares y a la policía, como en los casos de Uruguay, Chile y Ecuador. Leyes para profundizar el neoliberalismo, como en el caso de Ecuador, que aprovecha la pandemia para retomar el ajuste acordado con el Fondo Monetario Internacional, FMI, en relación a la flexibilización laboral y un corte masivo a los sueldos, los que aumentarán aún más la pobreza, el desempleo y el sector informal, como son los vendedores ambulantes. Einige Regierungen machen sich die Pandemie zunutze und verabschieden Gesetze, um soziale Proteste zu kriminalisieren und das Militär und die Polizei zu ermächtigen, wie im Fall von Uruguay, Chile und Ecuador. Gesetze zur Vertiefung des Neoliberalismus, wie im Falle Ecuadors, das die Pandemie nutzt, um die mit dem Internationalen Währungsfonds IWF vereinbarte Anpassung in Bezug auf die Flexibilisierung der Arbeit und eine massive Kürzung der Löhne und Gehälter wieder aufzunehmen, was die Armut, die Arbeitslosigkeit und den informellen Sektor wie Straßenverkäufer weiter erhöhen wird. Otro aspecto que no podemos dejar de mencionar hoy día es la violencia policial y militar durante esta pandemia. El pasado 15 de junio se movilizó el pueblo colombiano respetando las medidas de la pandemia en protesta por el asesinato del joven Anderson Arboleda en Puerto Tejada, el Cauca, por parte de la policía. La violencia policial esta vez dejó 20 heridos y más de 100 detenidos en Cali, Bogotá y Medellín. Por otra parte, los crímenes contra los líderes sociales y excombatientes de la FARC no paran. Durante este año 2020 se contabilizaron al menos 160 personas asesinadas. Ein weiterer Aspekt, den wir nicht unerwähnt lassen dürfen, ist die polizeiliche und militärische Gewalt während dieser Pandemie. Am vergangenen 15. Juni mobilisierte das kolumbianische Volk unter Achtung der Maßnahmen der Pandemie
aus Protest gegen die Ermordung des jungen Anselm Arboleda in Puerto Tejada, Cauca, durch einen Polizisten. Die Polizeigewalt führte diesmal zu 20 Verletzten und mehr als 100 Festnahmen in Cali, Bogotá und Medellin. Auf der anderen Seite hören die Verbrechen gegen soziale Führer und Ex-Kämpfer nicht auf. 2020 wurden mindestens 160 Menschen getötet. In Brasil, en plena tensión entre los tres poderes del Estado y una pandemia descontrolada, centenares de personas participaron en una protesta contra el presidente Jair Bolsonaro este 14 de julio pasado en Sao Paulo. Mientras los ultraderechistas me volvieron a pedir en Brasilia el cierre del Parlamento y el Congreso y una intervención militar. En Brasilien, inmitten der Spannung zwischen den drei Mächten des Staates und einer unkontrollierten Pandemie, beteiligten sich am 14. Juni in Sao Paulo hunderte Menschen an einem Protest gegen den Präsidenten Jair Bolsonaro, während die Ultrarechten in Brasilia erneut zur Schließung von Parlament und Kongress und zu einer militärischen Intervention aufriefen. Frente a esta nefasta realidad de desigualdades y contradicciones en nuestro continente, nos da esperanza la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América, ALBA, organización internacional que reúne a 9 países de América Latina y el Caribe, entre los que se encuentran Cuba y Venezuela, y que tienen como principio fundamental la lucha en contra de la pobreza y la exclusión social y la cooperación de los países en igualdad de condiciones. Bajo estas condiciones, el ALBA ha podido contener la propagación de la pandemia en la región con la cooperación y solidaridad de sus miembros. Angesichts dieser katastrophalen Realität der Ungleichheiten und Widersprüche auf unserem Kontinent ist eine Hoffnung die bolivarische Alternative unseres Amerikas. ALBA, eine internationale Organisation, die 9 Länder Lateinamerikas und der Karibik umfasst, darunter Kuba und Venezuela, vereint als Grundprinzip den Kampf gegen Armut und soziale Ausgrenzung und die Zusammenarbeit der Länder auf gleichberechtigter Basis. Unter diesen Bedingungen ist es ALBA gelungen, die Ausbreitung der Pandemie in der Region mit der Kooperation und Solidarität ihrer Mitglieder einzudämmen. Aquí tenemos al mismo tiempo recalcar la victoria de Cuba con su sistema social, la que ha mostrado su fortaleza y poder resolutivo, pese al bloqueo de los Estados Unidos. Pero Cuba, pobre y bloqueada, no solo tiene mejores indicadores de salud que Estados Unidos, sino que entrega su solidaridad a los países del mundo con el esfuerzo heroico de sus brigadas de médicos internacionalistas en momentos tan difíciles de esta pandemia. Tenemos que aprender de Cuba. Hier wollen wir gleichzeitig den Sieg Kubas mit seinem Gesundheitssystem hervorheben, das trotz der US-Blockade seine Stärke und Entschlossenheit bewiesen hat. Aber das arme und blockierte Kuba verfügt nicht nur über bessere Gesundheitsindikatoren als die Vereinigten Staaten, sondern es solidarisiert sich auch mit den heldenhaften Anstrengungen seiner internationalistischen medizinischen Brigaden in solch schwierigen Zeiten der Pandemie mit den Ländern der Welt. Wir müssen von Kuba lernen.
Condenamos desde aquí el Estado imperial de los Estados Unidos, quien continúa con su odio criminal y vergonzoso contra la revolución cubana, ejemplo de justicia social para el mundo, sancionando nuevamente este 12 de junio pasado a este país hermano y penalizando a las empresas que gestionan las transferencias de dinero hacia Cuba. Sanción que se suma además a la inclusión de La Habana en un listado ilegítimo de países que no estarían cooperando en la lucha contra el terrorismo. Listado que no tiene reconocimiento internacional. Wir verurteilen von hier aus den imperialistischen Staat der Vereinigten Staaten, der seinen kriminellen und beschämenden Hass gegen die kubanische Revolution, ein Beispiel für soziale Gerechtigkeit für die Welt, fortsetzt, indem er am vergangenen 12. Juni dieses Bruderland erneut sanktioniert und die Unternehmen bestraft, die die Geldtransfers nach Kuba verwalten. Diese Sanktion kommt zu der Aufnahme Havannas in eine unrechtmäßige Liste von Ländern hinzu, die den Kampf gegen den Terrorismus nicht kooperieren würden. Eine Liste, die international nicht anerkannt ist. Todo esto solo busca desacreditar a Cuba y presionar a terceros países en sus relaciones con la isla, acallando a la vez los sucesos del 30 de abril pasado, cuando un ciudadano de origen cubano dispuesto a matar abrió fuego contra la embajada caribeña en la capital norteamericana. Pero frente a este acto criminal no ha habido respuesta del gobierno yanqui, lo que demuestra la complicidad de Trump con este acto criminal. All dies zielt nur darauf ab, Kuba zu diskreditieren und Druck auf Drittländer in ihren Beziehungen zu der Insel auszuüben. Während die Ereignisse vom vergangenen 30. April zum Schweigen gebracht werden, als ein Bürger kubanischer Herkunft das Feuer auf die karibische Botschaft in der US-Hauptstadt eröffnete. Aber angesichts dieser kriminellen Handlung hat es keine Reaktion der Yankee-Regierung gegeben, was zeigt, dass dieses Schweigen Trumps Komplizenschaft mit dieser kriminellen Handlung zeigt. Viva la Revolución Cubana! No al bloqueo de Venezuela, Cuba, Irán, China, Rusia, Siria, Nicaragua y la República Popular Democrática de Corea. ¡Viva la unidad de América Latina y el Caribe! ¡Viva la solidaridad internacional! ¡Venceremos! Hoch lebe die kubanische Revolution! Stopp die Blockade gegen Venezuela, Kuban, Iran, China, Russland, Syrien, Nicaragua und die Demokratische Republik Korea. Hoch lebe die Einheit Lateinamerikas und der Karibik. Hoch die internationale Solidarität. Hoch die internationale Solidarität. Hoch die internationale Solidarität. Dieser Herr hier, der wird die Welt auch nicht ändern. Dem gefällt sie also, wie sie ist. Und wer wird sie ändern? Die, denen sie nicht gefällt. Und nicht vergessen, worin unsere Stärken besteht. Ein Hunger und ein Essen vorwärts. Nicht vergessen, die Solidarität. Dann wird die Sonne scheinen auf die Straße, auf das Feld. Konnten wir doch niemals meinen, dies sei unsere wahre Welt. Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Hunger und beim Essen, vorwärts, nicht vergessen, die Solidarität. Denn wir wissen,
ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber damit kann die Sache nicht für uns bereinigt sein. Vorwärts und nicht vergessen, unsere Sprache und unser Feld. Vorwärts und nicht vergessen, welche Straße ist die Straße, welches Feld ist die Welt. Bleiben Sie doch uns beherrscht. Vorwärts.